Hallo Leute und herzlich willkommen zum 22. Part von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Im letzten Part, da haben wir die Ampere-Ebene erfolgreich abgeschlossen. Und dank Zwiffens Hilfe konnten wir jetzt den Schwimmreif für Azurill und Meryl wieder zurückerlangen und wollten jetzt in der Story fortschreiten und den beiden deren verloren gegangenes Item wieder zurückgeben. Wir speichern unser Abenteuer nochmal kurz und hoffen dann, dass alles weiter gut läuft. So, Spielstand erfolgreich gespeichert. Oh wow, wir haben unseren Schwimmreif wieder. Ja, danke, wirklich. Ihr habt damals Azurill gerettet. Und jetzt das. Ich weiß nicht, wie wir euch jemals danken können. Aber wirklich, danke. Oh bitte, ist schon okay. Wenn ihr jemandem danken wollt, dann dankt dem großen Zwirfins. Wäre Zwirfins nicht da gewesen, wären wir jetzt nicht hier. Vielen, vielen Dank. Danke, Zwirfins. Nicht der Rede wert, ich freue mich sehr für euch. Es ist wunderbar, dass sie euren Schwimmreif wieder haben. Ich muss schon sagen, es sieht dem großen Zwirfins sehr ähnlich, so bescheiden zu sein. Und ich muss sagen, dass auch Team Nintendo großartig war. Das Team hat schließlich einen schwierigen Job gemeistert. Als ihr Azurill gerettet habt, habt ihr so schnell herausgefunden, wo der Kleine ist. Und wie schnell ihr ihn gerettet habt. Oh, was die Rettung von Azurill angeht, müssen wir etwas gestehen. Es wäre toll, wenn es sich wirklich so zugetragen hätte, wie du gesagt hast, Kecleon. Aber ganz so war es in Wahrheit nicht. Wir haben nicht wirklich herausgefunden, wo Azurill sich befindet. Mein Partner hat es zufällig in einem Traum gesehen. Wie bitte? In einem Traum, sagst du? Was meinst du mit Traum? Ach ja. Vielleicht wird der große Zwiffens wissen, was all das zu bedeuten hat. Weißt du, mein Partner bekommt beim Berühren von Dingen oder anderen Pokémon manchmal Schwindelanfälle. Und dann sieht oder hört mein Partner Ereignisse aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft. Was? Nun, das ist der dimensionale Schrei. Was? Zwiffens, was weißt du darüber? Wenn das so ist, sollten wir dem großen Zwiffens fragen, ob er noch mehr weiß? Nach was sollen wir ihn fragen? Oh, ach ja, nach meiner vergessenen Vergangenheit. Es ist doch okay zu fragen, Enis. Zwiffens, wir würden gerne deinen Ratschlag zu einer Sache hören. Ich verstehe. Du hast also deinen Partner hier ohnmächtig vorgefunden. Ja, genau hier. Dann bist du wieder zu Bewusstsein gekommen. Aber du hast dein Gedächtnis verloren. Ja, mit der Erinnerung an einen Namen. Und daran, früher ein Mensch gewesen zu sein. Wie bitte? Ein Mensch? Aber dein Partner scheint in jeder Hinsicht ein Pokémon zu sein. Das stimmt. Ich schätze, das kann nicht einmal der große Zwiffens erklären. Aber wir sind uns sicher, dass es irgendeinen Grund für den Gedächtnisverlust gibt. Und für die Verwandlung in ein Pokémon. Ein Mensch. Mit der Fähigkeit des dimensionalen Schreis bist du... Du sagtest, dass du zumindest deinen Namen weißt, oder? Und wie lautet dein Name? Enis nennt Zwiffens den Namen. Ah, ich verstehe. Du bist... Enis. Sagt dir dieser Name etwas? Nein. Leider sagt er mir nichts. Wie, was? War das gerade der Anflug eines... Hat Zwiffens dich gerade ein Lächeln unterdrückt? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Es tut mir wirklich leid, dass ich euch nicht weiterhelfen kann. Aber ich weiß über die Fähigkeit von Enis Bescheid. Oh, wirklich? Was ist sie? Die Fähigkeit, in die Zukunft oder die Vergangenheit eines in die Vergangenheit zu blicken, indem man etwas berührt. Diese Fähigkeit nennt sich dimensionaler Schrei. Dimensionaler Schrei? Chris, das hast du gerade eben noch gehört. Genau. Woher solch eine Fähigkeit kommt, ist nicht bekannt. Doch Geräusche und Bilder reichen über Zeit und Raum hinweg bis in manche Pokémon. Und um als Vision Gestalt anzunehmen. Das ist alles, was ich über diese außergewöhnliche Fähigkeit weiß. Enis hat also mit diesem dimensionalen Schrei eine unglaublich spezielle Fähigkeit.
Nun ja, vielleicht sind wir aus diesem Grund Freunde geworden. Um das Geheimnis um die Verwandlung von Innes in ein Pokémon zu lüften. Ich biete euch meine volle Zusammenarbeit an. Oh, wirklich? Ja, um offen zu sein. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich etwas nicht weiß. Ernsthaft, das ist die reine Wahrheit. Es ist großartig, dass wir auf deine Hilfe zählen können, Zwiffins. Ist das nicht toll, Innes? Hey, sieh dir die vielen Pelipper an. Es scheint viel mehr als normalerweise in der Luft zu sein. Ob irgendwas passiert ist? Hey! Hallo, Bidiza. Endlich finde ich euch! Wieso bist du so in Eile? Du bist ganz außer Atem. Alle sollen zur Gilde kommen. Alle Lehrlinge sollen sich bei der Gilde melden. Oh, oh, es ist etwas passiert. Ich gehe mit euch. Beeilt euch! Hm, was denn? Ach so, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Nee, nochmal speichern nicht. Kapitel 11. Reptane der Dieb. Kommt, Beeilung! Alle sind hier, jawohl, ja! Tut mir leid, Leute. Wir haben gerade erst gehört, dass wir zur Gilde kommen sollen und haben uns beeilt. Was ist denn los? Es wurde noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen. Was? Nicht noch eins! Von wo diesmal? Wo wurde dieses Zahnrad der Zeit gestohlen? Nun, es... Was ist? War es an dem Ort, von dem du nicht sprechen willst? Warte, es war doch nicht vom... Doch, das war's. Diesmal wurde das Zahnrad der Zeit aus dem Nebelsee gestohlen. Was? Aber wie? Das Zahnrad der Zeit aus dem Nebelsee. Davon wussten nur wir, oder? Wie konnte das also geschehen? Kann es sein, dass ein Mitglied der Gilde es verraten hat? Was? Das ist eine unangebrachte Unterstellung. Hey, vertraut ihr euren Freunden nicht? Tut mir leid, das war unangebracht. Ihr habt recht. Niemand hier würde das gegebene Wort versprechen, stillschweigend zu bewahren. Nie im Leben. Ich hätte nachdenken sollen, bevor ich den Mund aufmache. Tut mir leid. Nun, es ist kein Wunder, dass du auf diese Idee gekommen bist. Ich meine, dieses Unglück ist schließlich direkt nach unserer Expedition passiert. Einen Moment. Ich fürchte, ich verstehe das nicht ganz. Es gab ein Zahnrad der Zeit im Nebelsee? Das wusste ich nicht. Habe ich nicht etwas ganz anderes über eure letzte Expedition gehört? Mir wurde erzählt, dass die Expedition zum Nebelsee gescheitert ist. Ich bitte um Verzeihung, großer Zwiefins. Wir hatten ein Versprechen gegeben, darum konnten wir es nicht einmal dir verraten, Zwiefins. Wie auch immer. Ein einzelner Eindringling hat den Nebelsee gefunden. Dann hat er Selfe überwältigt und das Zahnrad der Zeit mitgenommen. Selfe? Geht es Selfe gut? Ja, es geht Selfe gut. Es steht unter dem Schutz der Truppe von Magnezone. Macht euch keine Sorgen. Puh, da bin ich erleichtert. Warte, das war nicht alles. Die Zeugenaussage von Selfe. Sie offenbarte die Identität des Eindringlings. Na warte, mit was für einem Unhold haben wir es zu tun? Der Dieb wird bereits per Steckbrief gesucht. Seht selbst. Dieses Pokémon nennt sich Reptane. Das ist vielleicht ein fieser Ganove. Reptane. Das ist also das Pokémon. Es steht Zahnräder der Zeit. Dieser Steckbrief ist gerade erst angekommen. Er basiert auf der Aussage von Selfe und wird im Rahmen einer Großverhandlung eingesetzt. Oh, das erklärt einiges. Darum fliegen so viele Pelipper umher. Oberwachtmeister Magnezone versucht offenbar, noch Schlimmeres zu vermeiden. Es wurde bemerkenswert hohes Kopfgeld auf Reptane ausgesetzt. Wir haben Selfe versprochen. Wir haben es versprochen, das Geheimnis des Nebelsees nicht zu verraten. Und dann passiert so etwas. Wir haben es nicht verraten, aber... Ich könnte Selfe jetzt nicht mehr ins Gesicht sehen.
Hey, und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Der schöne Ausblick dort ist jetzt ruiniert. Und hey, hey, das kann ich niemals verzeihen. Hey, Gildenmeister. Gildenmeister! Luffy! Pokémon! Wir werden Reptane fangen! Wir fangen diesen Dieb! Ich schwöre es im Namen der Knuddelhoff-Gilde! Plaudergei, wenn ich bitten darf! Ja! Okay, Pokémon! Ab jetzt konzentriert ihr euch voll und ganz darauf, Reptane zu fangen! Gebt alles, um Reptane zur Rechenschaft zu ziehen! Selbstverständlich! Hey, hey, hey! Es kommt nicht in Frage, dass noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen wird! Los, Pokémon, wir müssen zusammenarbeiten! Wir müssen es auch fürs Helfe tun! Knuddelhoff! Ich glaube, ich verstehe die Situation jetzt. Ich werde der Gilde bei der Jagd nach Reptane helfen. Der Danke, großer Zwirfins! Donnerwetter, den großen Zwirfins auf unserer Seite zu haben, macht mir wirklich Mut! Hey, hey, es ist uns eine Ehre! Ach was, es ist mir eine Ehre! Nun ist es Zeit, dass der Gildenmeister und ich uns beratschlagen. Wir werden eine Strategie erarbeiten, um Reptane zu finden. In der Zwischenzeit solltet ihr euch auf die Suche vorbereiten. Kommt hierher zurück, wenn ihr fertig seid. Okay, Pokémon, übertreffen wir uns selbst. Hurra! Beeilen wir uns mit den Vorbereitungen, Enis. Fangen wir mit einem Besuch in Schatzstadt an. Wir sollen Vorbereitungen treffen. Was sagt denn Zwirfins dazu? Ich gewähre euch meine Unterstützung bei der Gefangennahme des diebischen Reptane. Lasst uns zusammenarbeiten, diesen Reptane zu fangen. Und diesen Reptane fangen. Genau, wir müssen Reptane fangen. Damit das mit den Zahnrädern der Zeit endlich mal ein Ende findet. Und ich sehe, wir haben noch Nils im Team. Wir werden Nils aus dem Team wieder rausnehmen. Auch wenn er vom Level mithalten kann, hat er relativ schwache Werte, wie ich gesehen habe. Naja, wollen wir mal ein bisschen unser Lager hier durchforsten. Was können wir denn mitnehmen? Nehmen wir ein paar Äpfel mit. Ach, unser Beutel ist voll. Dann lagern wir erstmal ein bisschen was. Wir können ja jetzt 200 Items lagern, wie wir erfahren haben. So, kann weg. Wir haben schon 4 Äpfel. 3 reichen eigentlich. Dann brauchen wir auch keine mehr mitzunehmen. 3 Sinelbeeren, 2 Belebersamen, 2 Plosivsamen, ne, 3 Plosivsamen haben wir, okay, einen noch weg, gut. Die beiden Reinsamen weg, Schlafsamen, einer reicht, Taubsamen brauchen wir nicht, Angstorb, Erstarorb, Erstarorb. Dann machen wir jetzt mal so, die Funkelbox öffnen wir gleich bei Xatu. So, was nehmen wir denn jetzt mit? Aber ich glaube, das sollte eigentlich reichen, das, was wir haben gerade. Wir werden mal sehen. Na, die Boxen würde ich schon gerne öffnen, allerdings kostet es ja auch. Von daher, nee. Gut. Unser Inventar ist ganz okay, so wie es gerade ist. Und wir öffnen mal die Funkelbox. Mal sehen, was da drin ist. Ein großer Apfel. Ja, okay, das lassen wir einfach mal im Beutel so stehen. Und dann wären wir eigentlich auch fertig. Ich schaue nochmal unsere Attacken nach. Könnte man da was kombinieren? Ich glaube nicht. Aber unser Geld können wir lagern. Lager aber nur 154, denn es kann sein, dass wir im Dungeon vielleicht einen Keklon-Markt finden, der gute Waren anbietet. Man weiß ja nie. So, wir rufen mal Palim Palim und lassen Nils jetzt wieder hier. So. Ach so, ich... Oh Mann.
Wie ich sehe, sind jetzt alle da. Ich wollte gerade sagen, dass wir Jürgen vergessen haben schon wieder. Ich hoffe, wir können ihn noch gleich mitnehmen. Eine Sache vorweg. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Reptane taucht überall auf, wo ein Zahnrad der Zeit sich befindet. Aber wo befinden sich hier alle? Aber das ist die Frage. Aber wir haben keine Antwort darauf. Und deshalb vertrauen wir dem Einfallsreichtum des großen Zwirfens. Gemeinsam haben wir mehrere Orte identifiziert, an denen sich ein Zahnrad der Zeit befinden könnte. Wir wollen, dass ihr euch in Gruppen aufteilt und diese potenziellen Standorte erkundet. Als erstes Krakelo und Krebskor. Ihr übernehmt die östlichen Wälder. Das ist natürlich der riesige Gewalt ganz im Osten. Alles klar. Hey, hey, wir werden unser Bestes geben. Als nächstes Beliza, Diktri und Sandflora. Ihr untersucht die Kristallhöhle. Moment mal. Hat Diktri nicht die Gilde verlassen? Okay. Jawohl, ja, das werden wir. Ich glaube, das ist ein Fehler. Verstanden. Oh, ja, ich werde mich anstrengen. Und als letztes, Ennis und Chris, ihr übernehmt die Nordwüste. Oh nee, ein Wüstengebiet. Da haben wir voll das voll den Nachteil, weil Pikachu Elektro-Pokémon ist und wir ein Feuer-Pokémon, naja. Die Nordwüste? Richtig. Schlagt eure Wunderkarte auf. Okay. Chris öffnet die Wunderkarte. Seht ihr dieses Gebiet? Dieses Gebiet ist auf der Karte von Wolken verdeckt. Aber die trockene Zone beginnt in dieser Gegend hier. Darum wird vermutet, dass an diesem Punkt eine riesige Wüste beginnt. Wir vermuten, dass tief in der Wüste ein Zahnrad der Zeit versteckt ist. Dort sollt ihr eure Erkundung anstellen. Okay, verstanden. Und was ist mit mir? Dicta wird in der Gilde bleiben. Wir können die Gilde nicht unbeaufsichtigt lassen. Klippunkel und ich bleiben auch hier. Unsere Arbeit hier ist auch wichtig. Sehen wir zu, dass wir unseren Job so gut wie immer machen. Ja. Und nun lasst uns die Zahnräder der Zeit suchen, Pokémon. Luffy! Hurra! Die Nordwüste ist nicht nur sehr weitläufig und tief, sondern wird auch von verheerenden Sandstürmen heimgesucht. Seid bitte vorsichtig. Das sind wir, danke. Ennis, lass uns unser Bestes geben. So, Palim Palim. Gib uns Jürgen zurück. So. Nee, das wäre alles Palim Palim, Dankeschön. Jürgen. Du kriegst dein Kraftband wieder. So. Ist hier unten noch was? Leider nichts, okay. Dann wollen wir mal auf in die Wüste. Hat jemand von euch Diktri gesehen? Ja, das frage ich mich auch. Wo ist er denn jetzt hin? Naja. Wobei, ist Diktri jetzt vielleicht wieder am Felsen? Das würde mich jetzt interessieren. Ah doch, hier ist er tatsächlich. Oh Meer! Erhöre mich! Die Reise muss verschoben werden. Ich muss mich an der Gefangennahme von Reptane beteiligen. Ich werde Reptane fangen, obwohl es furchterregend ist. Ich werde mein Bestes tun. Ich brauche Ermutigung. Oh, riesiges Meer! Okay, also bleibt Diktri doch erstmal hier. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hätten auf ihn verzichten können. Naja, wollen wir schon mal den Dungeon anfangen? So, ab in die Wüste. So. Die Nordwüste liegt in dieser Richtung. Wenn es hier wirklich ein Zahnrad der Zeit gibt, dann taucht Reptane mit Sicherheit hier auf. Geben wir unser Bestes und suchen dieses Zahnrad der Zeit. So, Nordwüste E1. Und ich sehe direkt einen Sandama. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Irgendwie.
so. Zu dritt schaffen wir das schon. So. Ich würde sagen, die dritte Ebene machen. Die zweite und dritte Ebene machen wir noch. Und dann beenden wir den Part für heute auch. Und machen dann morgen weiter. Und wir können Chris ja sein. Oh, ein Tusker. Nee, erstmal nicht. Wir geben Chris mal seine Attacken wieder. Den Vakuumi brauchen wir gerade nicht. Don. Okay. So, E3. Ja, gut. Die Treppe ist direkt hier. So Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir morgen weiter im nächsten Part von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, ciao!